Gott, kriegen wir hier den Sack. Aber ich sehe gerade echt keine gute Möglichkeit, wie wir hier noch den Karren aus dem Tank fahren können. Da hast du die taktische Möglichkeit getroffen, in das Kona, in den grünen Kornspeicher reinzukommen oder sonst. Zeit. Ja, und irgend so eine Bolschwistensau schießt halt aber auch nicht. Ah, fuck. Ah, unfassbar. Hab ich was verpasst? Ja, wir haben gerade alles gekappt und wieder verloren. Oh. Von wo? Ich hab ihn doch unter Feuer genommen. We have lost this battle, but victory will be ours again. Lockdown. Ja, ganz finster. Das war schmerzhaft. Jungs, es geht gleich weiter, also Gogo. Dann wird mal verteidigen. Wollen wir zum Russen wechseln? Ja, denke ich mal auch. Ja, ich wechsle mal zu den Russen. Also. Ja, stimmt. Wird das nicht geswitcht? Nö. Ich wurde gerade automatisch geswappt. So. Ah, nee, war nicht. Ist das jetzt ein anderer Map oder bin ich jetzt besser angepasst? Warum ist denn immer dieselben? Das ist auch nicht so was. Das ist aber auch komisch, wenn auf einmal die Seiten gewechselt werden. Und, weil ich meine, das ist ja hier Realismus. Also. Nee, das ist ja hier nicht Countdown und so. Oh, fuck. Näh. Dieses Leitern-System, ich hasse es. Wer sich das ausgedacht hat, der wird doch erschossen. An die Wand gestellt, die Sau! Alter, in diesem Nebel sind aber auch gerade nette Lichteffekte. Irgend so eine Sau hat mich erschossen. Ach, wo bin ich denn hier? Ich bin vor die Massaker-Position. Ich muss hier. So, schauen wir mal, ob wir da was snipen können. Wahrscheinlich werde ich nichts treffen, aber man kann es. Wieso stehen denn hier schon? Meh. Und wieder runter. Meh. Meh. Grimbold, jetzt müssen wir das Ding hier gewinnen. Okay. Dann stehen die anderen blöd da. Ja, ich. Komm, wenn wir das Russen Team einigermaßen vernünftig spielen, dann habt ihr hier. Wir sind keine Russen. Seid ihr nicht so feige wie wir? Nein. Fuck. Ja, sag mal. Das gehört sich aber nicht, mein Freund. Oh, jetzt geht's genauso umgekehrt weiter. Wenn sich beruhigt, ne? Also, ich bin mir doch genauso auf den Sack wie früher. Aber ich auch, ohne dass ich was. Ah, ich glaube, ich wechsle wieder zu den Deutschen. Ich will wenigstens rennend verlieren und nicht stehen. Also, okay, der kennt Jüte an diesem. Nee, da bin ich mir ganz sicher. Was meinst du, wie die Russen den Krieg gewonnen haben? Mit Wallhack. Ja. Ja, okay, er hat mich jetzt zum dritten Mal getötet. Das ist halt geil. Beim Spawn, ich lauf raus und der steht halt mit seinem Gewehr. Das Interessante ist halt, dass er anscheinend diesen Ding nutzt, dass er nicht hinschaut. Also er schießt halt einfach raus. Man hat keinen Körper oder so. Aber ich kann verstehen, warum dieses Gebäude wochenlang gekämpft wurde. Ja, kurz im Gebäude wohl. Ich hab die Sau erwischt. Ich hab die Sau erwischt. In dem ein Silo haben die ewig lang gekämpft. Das Ding ist riesig. Ich hab mich da verlaufen. Deutscher. Und als Russe auch. Ja, aber trotzdem. Deshalb, ich kann es euch mal ein bisschen zeigen, wenn wir hier als Russen haben wir hier zu tun, weil die Deutschen im Moment nicht vorwärts kommen. Oh, das werde ich dir aber gleich das Gegenteil beweisen. Das ist hier der hier schön. Warum haben die Deutschen das nicht einfach platt gebombt? Das haben die, da gibt es Wochenschauaufnahmen, wie die da mit Ari drauf bolzen und allem möglichen. Aber das Ding ist anscheinend sehr stabil gewesen. Ja, die Nahrung, ne? Das ist heiß. So weiß ich das auch nicht. Ihr werdet das Getreide sehen oder Russen beschossen und wir haben keinen Erfolg. Nein, sowas haben die hier nicht gesagt. Das ist ja besser, oh, das ist so gut wie eingenommen. Hier greifen unsere tapferen Kameraden an, keiner von ihnen wird zurückkehren. Sie werden alle gekesselt. Und wieder wird Gegner. Das ist Volkmar, er hat heute alleine einen Raum erobert. Wenn die das noch 400 Mal kriegen. Die Deutschen müssen sich dann halt Stock für Stock nach oben arbeiten und das ist dann richtig eklig nachher dieser Häuserkampf. Fahr, bin ich dir gelandet. Das hier schon eklig. Ich hab mich verlaufen, nein!
Ja, da muss man ein gutes Team haben, um hier als Deutscher eine Chance zu haben. Das muss, die Russen müssen richtig schlecht sein. Ja, dann sind die halt aber zu scheiße. Wenn man so den Konvoyartower hat, dann geht's eigentlich. Dafür, dass die Map so hullig ist und dann aber sagst, die Deutschen müssen richtig gut sein, ja, die Russen richtig schlecht. Ja, aber wenn du mal drinnen bist in diesen Getreidesilo, dann wird's richtig geil. Tja. Ich bin da bisher nur einmal drin gewesen und da bin ich automatisch schon bottenlist dran. Ich hab's noch nie geschafft, das Ding einzunehmen. Ja gut, muss man vielleicht auf dem Public spielen oder so, das ist ich erstell's mir irgendwann mal auf den LAN-Server in der Vollversion. Und wieder tot. Also ich glaube, ja, es gibt hier so ein paar Leute, die haben einfach 28 Kills. Wenn bei uns der Beste 10 hat oder 11. Ah, ist das traurig. Vor allem diese Runde finde ich läuft noch schlechter als letztes Mal. Diesmal kommen wir nicht mehr in diesen Neubau rüber. Du sagst, wir wirklich nur noch Deutsche. Ich dachte, wir sind Russen. Ah, nee, ich habe gemerkt, Russe ist auch nicht besser. Ich bin nicht gemacht dafür. Ich bin so, weißt du, so ein Freizeitsoldat. Ich war ohne Erfolg ist mein Moral gestellt. Das voran. Ja, so ein Mad Max, lieber hier Libyen. Da Leute abgeschossen von oben vom Dach. Dann leerst du deine Magazine auch bei gewonnener Schlacht in die Luft. Ja. Komm, diese libysche Rebellenarmee ist doch super. Ich denke wirklich, das ist aus so einem Film, so einem Science-Fiction-Film. Ja, so Rambo-artig. Weißt du, dann fahren die, habe ich letztens so. Die haben immer diese Pickup total geil angemalt und dann so einen riesigen Schneeschieber noch davor gestellt und richtig eine Flak hinten drauf. Also wildesten Kreation, also das ist nicht die künstlerische Falle. Wo hast du das denn heute noch? Musst du verteidigen das Ding doch nur in Wahrheit, weil die aus diesem ganzen Getreide da drin haufenweise Wodka haben. Deswegen wollen wir doch auch rein. Ja, so. Das Kackgetreide kann doch eh keine Sau mehr sehen. Und die haben schon Wohlstandsbräuche. So eine voll gefressenen Armeen, die da die ganze Zeit. Ja, sorry, da war nichts. Und tot. Ach, Krimmel hat ja ganz allein gerissen hier als Russe. Sonst wären wir schon längst ganz oben da. Wie ist denn die Schlacht ausgegangen, wenn ich mal fragen darf? Wahrscheinlich hat es dann doch die. Genau so. Nee, ich glaube, wir haben das Ding erobert. Also, die Wehrmacht hat es erobert. Muss ja aufpassen, wenn man es da vorne. Ja. So, jetzt war wieder eine entspannte Runde Danzig. Das wär's doch. Ja, der Oktober Factory können wir euch nochmal ganz zeigen. Factory. Mein Gott, da checke ich doch wieder nichts. War das die andere? War das die andere Map, wo wir so auf den Sack bekommen haben? Den haben wir alle durch. Ja, weiß nicht, Granular Welter, vielleicht sollte man da mal eine Runde Public oder sowas spielen, damit man mal da ein bisschen mehr sieht von der Map. War das gerade kein Public? Das war kein Public, das war nein, das war Clan War. Das war unser exklusiver Zugang, weil da, genau, ja. Da kommen nämlich nur die Fliegen hin. Es ging um 10.000 Euro. Also ihr könnt auch gar nicht, wenn ihr jetzt mal irgendwie fragt, ob ihr mit uns spielen könnt, geht halt leider nicht, weil wir sind halt immer auf diesen geschlossenen Elite-Server unterwegs. Ja. Elite. Kann man nicht machen. Sag ich mir, bei den Russen, was ist das denn? Wir wollen mich da nicht retten. Also, deutsche drei Fahnen. Russen, verteidige. Ich verteidige. Deich! Oh, Scheiße, und ich glaube, ich bin wieder an die Front. Meine Frage, habt ihr auch keinen Zaun? Doch. Also, ich höre euch, aber hier ist es mucksmäuschenstill, so als ob hier gerade eine Atombombe gezündet worden wäre. Das ist echt. Also, ich hab schon guten Kontakt hier. Alter, das Map-Placement ist aber auch nicht hier. Habt ihr mal diese 3 Milliarden Ziegelsteine am Boden angeguckt? Die schweben alle. Mecker doch nicht rum. Hast aber liebevoll. Persistent World Map angeguckt? Ja, und ich bin ja auch wette auch nicht viel bezahlt von euch. Obwohl, eigentlich, ne? Der hat das schon mal angebracht. Wird mal funktioniert. Das Mieseste, was wir tun können, wäre die Geldgeber. Ja. Dann wird es auch endlich Spaß machen, euch jede Woche zu vertrusten. Ja, genau. Den Release-Termin. Mann, ich habe keinen Plan, wo ich bin. Ah. Ich sitze hier an dem Fenster und töte alles, was sich bewegt. Okay. Wolf minus 5. Ja, okay, aber...
Nein! Ah, ich bin bei A. Muss ich angreifen oder verteilen? Komm, da waren da so ein bisschen. Russe. Nee, warte mal, was soll ich denn für Gewehr? No. Ich glaube, ich bin Russe. Ich weiß es nicht. Verdammt, ja, Kett, das ist doch ein Karabiner 98. Man macht einfach mal irgendwie einen Command, dann wirst du merken, ob der Russe oder Englisch wird. Ach nein, das ist nicht geändert. Wie macht man einen Command? Wie macht man einen Command? Ich hab grad Request Orders gesagt, auf einmal höre ich nur Scheiße. Ist das wahrscheinlich Deutsch, oder? Nee, das war Russisch. Mann, da kann man das nicht irgendwie hören? Okay, ja, ich bin Russe. Aber ich hab einen Karabiner. Hab ich nicht? Leichenplünderung. Da muss ich verteidigen, ne? Okay. Als Russe musst du angreifen. Also ja, A wird gerade gecaptured. Es ist halt immer noch. Ich könnte ja auch einfach mal tapfen. Du bist nicht aus deinem Loch, Twilight. Ja, ich bin Deutscher. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich glaube, ich bin im Arsch. Ja, ich bin im Arsch. Also ich habe gerade den Bug, dass ich keine Musik mehr habe. Ich habe keinen Ton, kein gar nichts. Musik habe ich eh schon ausgestellt. Viel atmosphärischer. Ja, ich will jetzt cool. Musik auch ausstellen. Das ist ja eine totale... Aber wenn der totale... Ja, das ist ein bisschen unstimmungsvoll, wenn man schießt und das macht... Nichts. T-34 fährt gerade auf der rechten Flanke vor. Oh, ein T-34 will gucken. Ich könnte dieses knacken, aber ich habe ja nur... Granaten. Nein, nur normale Granaten. Juhu, ich habe Ellie erwischt. Lenny Kravitz? Lenny. Boah, ich habe immer noch null. Null Orientierung. Und wieder kein Schuss im Magazin mehr. Das ist... Ich hatte auch einen Ladehemmung gerade, ja. Ja, und der stand einen Meter vor mir. Du warst in so ein Loch da drinnen, ne? Mitten auf der Wie? Straße. Oder? Nein. Ja, sag ich ja. Nee, ich bin doch Deutscher. Ja. Und du bist Russe, oder? Nee, ich konnte nicht schießen, er aber. Ah, ich bin... schon mal eingenommen. Na, super. Seid ihr auch alle Deutsch, oder? Aha. Deswegen läuft das hier so schlecht. Das war ein Loop. Kill! Oh, fuck! Panzer! Wie krass ist das denn? Ich schieß auf einen, ne? Er kippt um und eine Nanosekunde später taucht genau an der Stelle ein Panzer auf. Die Atmosphäre, mehr Atmosphäre geht ja wohl nicht, ey. Na, wo ist die Panzer? Ah, da kommt die Infanterieunterstützungsklasse. Wer kommt raus, ihr Schweine? Jetzt habe ich Blut geleckt. Da ist da wieder einer tot und noch einer hier. Und der Panzer brennt. Ah, wenn ich den Angriff nicht mal zurückgeschlagen sehe. Ach, die müssen angreifen, ne? Nein, verteidigen. Nein, Käse ist nach wie vor. Käse muss angreifen. Wolf, ich bin hinter dir. Ich dachte, so. Käse wird Deutscher. Nee, Käse ist Deutscher. Oh, jetzt werde ich aber unter Beschuss genommen. Ja. Oh, ich habe einen Strahlschuss. Ja, das Problem ist, ich krieg das nicht mal mit, also ich höre nämlich einfach nichts. Der scheiß T-34, kann ich nicht mal einer kaputt machen? Verdammt. Kaputt machen? Auf. Ah, kaputt? Ich kann doch jetzt da nicht vorrücken, ich hab nichts gegen. Ich nehme mal auch ein T-Tank. Ah, ich bin tot, wie konnte das passieren? Ja, wenn man es nimmt, den nächsten Punkt verloren. Ich finde, die Spawn-Zeiten sind zu schnell. Ah, Alter, ich bin sie zu langsam. Nee, ich glaube, man hat zu wenig Zeit ein, wenn man nicht mehr funktioniert hat. So, ich beschimpfe jetzt mal den Anti-Tank-Soldaten. Alter, diese Tanks, das sieht ja mega geil aus, oder? Ich habe hier gerade so eine Szene, wo der deutsche Panzer so schräg über so einen Hügel kommt und hinter ihm halt so Schein vom brennenden, von so einem Feuer. Ich habe gerade einen Versager beim Versagen zugeschaut. Er kommt von hinten, zielt auf den Deutschen, schießt daneben, der Deutsche dreht sich um und schießt ihn. Der stand einfach direkt hinter ihm, der hat daneben geschossen. Was hab ich denn jetzt getötet? Mann. Oh, ich wechsle gleich. Ihr habt ja auch Tim Knopf im Team, da sind wir. Vergiss nicht die WG 13. Ja. Alter, schon wieder hat der eine hier nur einen Arm. Aber irgendwie, Death Scanner kann das sein.
Also wir werden gerade einfach echt halt gecaptured. Ja, das ist ein Glückwunsch. Ist das jetzt ein Deutscher oder? Ja, ist ein Deutscher. Mal wieder auf den Falschen geschossen. Ich finde dieses Spawns halt trotzdem zu wenig. Man riskiert immer viel zu viel. Ja gut, da hast du schon recht, ja. Da gibt es ja diesen Single Life Mode. Der wird dir dann auch gefallen. Alter! Aus 2 Metern 5 Schuss und ich treffe ihn. Und er hat eine PPSH gehabt und hat mich auch nicht getroffen. Was ist hier los? Halt, stopp! Wo ist der Fehler? Ach, ich hab ihn noch gehört. Also diese Ragdoll-Effekte sind teilweise schon sehr witzig. Die hängt. Oh fuck! Granat! Ich muss hier weg! Oh, ich bin verwundet. Oh, ich hasse das, wenn Leichen Granaten fallen lassen. Jedes Mal denke ich. Ja, mich auch. Vor allem, wenn sie wegrollen. Ne? Ja, stimmt. Ihr basht uns ganz schön zurück, habe ich das Gefühl. Habt ihr noch nicht gemerkt, dass Winter ist? Die Deutschen verlieren jetzt. Ach nee, ach verdammt, ich bin ja Deutsch. Ja, genau. Ich bin umgefallen. Hm. Ich hatte keine Ahnung. Der Kältetod. Ja, mit dem Laufen. Natürlich. Ja, mein Gott, du bist halt völlig ja, weggetreten. Ist halt so weit. Du bist halt voll im Delirium, spielst halt realistisch. Ich hatte erstmal einen Herzinfarkt oder so, wie ich zusammen gesagt bin. Roleplay nennt sich das. Nicht so viel fressen. Muss ich hin? Da, 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 da. Ich musste angreifen, ne? Ja. Dann. Immer in die Eier! Immer. Immer, immer dasselbe. Ja, ihr macht das doch. Ich bin kein Scheiß, weißt du? Ich doch auch nicht. Keiner von uns. Wie? Ich dachte, ihr seid alle Russen. Nein. Dann kämpfen wir doch zusammen. Schon die ganze Zeit. Das glaub ich ja nicht. Die Welt ist so klein. Das klingt natürlich. Ja, klingt so. Was? Es gibt ja, ich dachte, es gibt nur Panzer 4 und Dings. Off-Map Artillery. Ich müsste noch mehr heulen, ich will noch mehr Angst kriegen. Morbido. Spondo. Haben wir irgendwie alle Pflichten O am Ende zu haben? Angriff, Männer! So, D und E ist eingenommen. Haben wir da nicht alle Punkte, die wir einnehmen müssen? Und verliert andauernd. Verteidigen. Wird immer weiter zurückgedrängt. Ich meine, jetzt will ich das mal eben klären. Wir sind jetzt alle Deutsche oder alle Russen? Es gibt kein alle. Der Twilight spielt Dingens. Okay. Und die Deutschen Deutsch. Verteidigen. Genau, wir fliegen gerade auf den Sack. Ah ja. Ja, das liegt auch daran, weil ich jetzt meine Aufgabe verstanden habe. Da hinten kriecht doch einer, ich kann ihn sehen. Na los, du Pixel. Hat die verdammte Angst. Oh, das wird hart für die Deutschen. Das war eine Menge und Schotter. Ich weiß nicht, wie viele Punkte es noch gibt, aber so viel können das nicht mehr sein. Guck auf der Map, sind noch. Ne, es sind 4 und einer davon wird gerade gekappt. Einer reicht mir völlig auf. Eine kleine Birne weniger. Ich höre den scheiß Panzer, aber wo ist der? Es ist so geil, wie leise es bei mir halt einfach ist. Panzer? Kein Problem, hör ich nicht. Ihre Befehle, Ihre Befehle, Gruppenführer. Erwarte weiter, wo bist du eigentlich, Wolf? Bei E oder bei dem zwischen, anderen? Okay, ich darf das jetzt nicht sagen, wo ich bin. Ansonsten kommt hier so eine kleine Ratten-Twilight. Twilight kommt doch sowieso. Was sagt Krit nicht? Twilight, ich bin bei E, komm her. Was hat der mir gerade gesagt? Habt ihr es gehört?
Die Russen wuseln da hinten. Ich hab keinen Sound, nach wie vor. Der hat irgendwas zu Grimbold gesagt. Stop your fire! Level up! Honor! Ich brauche eine neue Windel. Da sind so viele Russen inzwischen da drüben. Das ist wie so, als ob das heißt, wenn man so ein Loch aufmacht, dann kommen die Ameisen nach und nach. Hat jemand ein Deo dabei? Jo, ich red's hier rüber. Kommt der Wehrmachtssoldat erstmal mit deinem Deo-Flammenwerfer an? Ja, wenn du hier mit Vergleich von Ameisen kommst, dann. Achso, ja, okay. Fuck, wo geht's denn hier raus? Alter, wie der Wind hier auch pfeift. Das ist schon soundtechnisch, ne? Schon nett. Das musste jetzt sein, oder? Oh ne, jetzt lasst uns doch mal einen Tick länger atmen. Hier war noch Artillerie, das könnte hässlich werden. Ich bin zweiter bei uns. Ey, ballert uns eigentlich noch auf, weil du so leise bist. Also, um nicht zu sagen, du sagst einfach keinen Ton. Das sneakt an uns ran schleichen. Er spielt jetzt den Hinterlistigen. Sollte er jetzt die weiße Heimmusik einspielen? Nein, Halloween. Das war Pac-Man. Nein, das war Halloween. Ich kann doch Halloween. Ich habe noch nie einen Film davon gesehen, aber die Musik kann. Der einzige Typ, vor dem ich noch mehr Schiss habe als Scream. Mhm. Aber ich glaube, das gehört nicht hier. Zu ein anderer Krieg. Boah, gestern, Alter. Ich habe so schlecht, konnte ich einschlafen. Bin so aufs Klo gegangen, wollte gar nicht wetten. Also ich bin nicht im Bett aufs Klo gegangen. Und dann war da war so ein fettes Insekt auf den Fliesen vom Badezimmer. Das war, ich weiß noch. Ich hab alle Ecken abgeguckt, ob da noch mehr so sind. Ich weiß nicht, was das war. Ich habe so ein Ding noch nie gesehen. Das war irgendwie so 3 cm dick. Nee, lang. Hat er so einen richtig dicken Körper, aber keine Kakerlake oder sowas. Habe ich da so einen Grund gemacht. Wollte den halt so zusammendrücken. Ja, irgendwie so. Nee, der hatte auch so richtig große Greifer vorne. Das war echt, nicht lecker. Dann habe ich irgendwie so Klopapier genommen, den so zusammengedrückt und dachte so, okay, ist der tot. Dreht ihn so um, guckt da so, ist der noch putzmunter, krabbelt aus dem Klopapier raus und rennt da rum. Ich habe da richtig Kraft draufgedrückt. Habe ich den nochmal genommen und habe richtig doll draufgedrückt. Dann ist der zerplatzt und durch 4 Lagen Klopapier ist das Blut davon geschossen. Danke für diese detailgetreue Erzählung deiner nächtlichen Erlebnisse. Und das Schlimmste ist, dann habe ich so, jetzt ist er tot, ich war richtig schockiert, richtig gezittert. Hab den wieder angeguckt, hat der hintere Teil noch im Mund herumgelaufen. Das ist voll das unbesiegbare Vieh gewesen. Imba. Ich hatte echt mega Schiss. Ich bin jetzt bei der Taschenlampe überall rumgelaufen, ob da noch mehr so sind. Weil bis zu meinem Zimmer ist das nicht so ein weiter Weg. Ja, echt. Ich hatte mega Angst. Das Licht ist ausgefallen, dass ich die Bugs angegriffen habe. Ja. Da links der Weser, unter Weser ist das. Was aber Alter, ich hab das. Und das lag da auch wirklich so mitten auf dem Boden, weißt du? Ich geh da so vorbei, geh aufs Klo, guck runter, zack, so ein riesiges schwarzes Ding. Boah. Ich war echt verstört. Schön, als euch das so nahe geht. Ja, geil. Vor mir steht einer und ich kann einfach hinschießen. Sau gut. Voll klasse. Ich weiß nicht, wie Ellis hat die geholfen. Hier gibt's ein richtiges Kellergeschoss in der Nähe. Der hat, nee, irgendwie deutsch wird gehalten. Wir haben ja gerade jemanden die Granate in der Hand weggeschossen, die zur Explosion gebracht wurde. Das war eine feindliche Granate. Ja, du hast einfach vergessen, dass du sie in der Hand hast und die Zünder seit 15 Sekunden gezogen hast. Ich weiß nicht, ob du das 2 Sekunden. Ja, ich hab gewonnen. Respekt. Oh, ich hatte den Ruskan.
Ja, Twilight, was sagt uns das? USA. Ja, ja. Auf Krieg, sondern auf U. Aber schöne Map, also erinnert schön an RO1, sehr taktisch und man wird von jeder Ecke erschossen. Großartig. Ich liebe es. Ich liebe es. Also so wie in RO1. Aber hat Spaß gemacht, also ja, die neuen Maps Fall. Sind schon mal mit Abstand. Brain Elevator ist, wenn man es schafft, die ersten zwei Punkte einzunehmen, faltet das seine taktischen Möglichkeiten, die wir jetzt aber leider nicht gesehen haben. Weiß ich nicht, vielleicht fügen wir da noch irgendwie eine Kaffeekunde hinzu oder sowas, da geht es dann deutlich einfacher. So. Auf mit diesem Public Gedöns. Ja, ich meine so Public. Das war auch Public. Wir spielen hier Arcade Mode und mit auch für normale Matches. Noobs unerfahrene Spieler so. Wir sind voll erfahren. Wir sind voll unerfahren. Wir wurden überfahren. Aber auch. Ich glaube, das sollten wir als Abschluss was des Tages nehmen. Deshalb verabschieden wir uns. Ich sag mal Tschüss. Ciao. Tschüss. Eine Feedback habe ich noch aus der Beta. Ciao.